Herzlich willkommen, meine Laxis. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, eigentlich ein ziemlich schwieriges Thema für mich, muss ich sagen. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt mache mit dem Video. Letzten Endes habe ich mich dann mit meiner Schwester kurz geschlossen und sie meinte, eigentlich ist das ja eine ganz gute Idee. Ich bin wahrscheinlich nicht die einzige Frau, die so denkt und fühlt. Und demnach gibt es jetzt ein Schwangerschaftsupdate, so wie es mir geht, wie es mir ergangen ist, wie ich mich mit der Schwangerschaft so abfinde, ja, was das halt für eine Zeit für mich jetzt gerade ist, ne? Wie ihr seht, ist mein Bäuchlein schon etwas größer und ist alles gut, der Kleinen geht's gut, aber mich plagen so einige Beschwerden. Ich weiß, dass es vielen Frauen genauso geht, weil ich gestern über Insta einen Real Talk Beitrag gepostet habe und mir sehr, sehr viele Frauen daraufhin geschrieben haben. Ich werde gleich ein paar DMs daraus vorlesen. Ich bin irgendwie glücklich, dass ich nicht die Einzige bin, die so denkt und fühlt. Trotzdem auch so ein bisschen erschrocken darüber, dass sowas doch nicht so einfach leicht an einem vorbeigeht, ne? Ich bin heute so ein bisschen vercheckt, muss ich sagen. Mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil ich mich halt einfach so ein bisschen aufgewühlt fühle, was das Thema betrifft. Ich habe irgendwo Schuldgefühle. Ey, irgendwie hört sich das an wie so eine Rabenmutter, ne? Als würde ich mich nicht auf mein Kind freuen. Absolut gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich freue mich so sehr auf meine Tochter, dass ich das überhaupt gar nicht abwarten kann, sie auf den Arm zu nehmen. Aber ganz zu schweigen von dem ganzen Glücklichsein, das will ich mir gar nicht ausmalen, weil man weiß ja nie, wie es kommt, ne? Stellt euch vor, das Allerallerschlimmste passiert den Eltern. Muss ja nicht direkt innerhalb der Geburt sein oder kurz danach, sondern es kann ja auch Monate später passieren, dass einem das Glück nicht mehr gegeben ist. Ne? Wir wollen mal den Teufel nicht an die Wand malen. Ich wünsche das keiner Frau, aber leider tatsächlich gibt es das ja sehr häufig, dass Kinder dann einfach irgendwie nicht mehr da sind. Warum auch immer. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Darüber will ich eigentlich auch gar nicht reden. Ganz am Anfang, als ich euch verkündet habe, dass ich schwanger bin, war das eigentlich so ein 0815-Video, ne? Also es war jetzt nicht so eine krasse Kundgebung, wie die anderen Influencer das tun, mit 10 Jahre Vorspann, 10 Jahre Spannung und dann erst sagen, huch, wir sind schwanger. Ich wollte das einfach ja so schnell wie möglich über die Bühne bringen und eigentlich hatte auch keiner Bock und Zeit darauf, sich irgendein Vollgelaber von irgendeiner fremden Person anzuhören, die schlussendlich einfach nur sagt, dass sie schwanger ist. Ganz am Anfang ging es mir richtig, richtig dreckig. Die ersten 2, 3 Monate, genau 3 Monate waren es, da konnte man mit mir gar nichts anfangen. Also als hätte man mich ausgekotzt. Ich hatte ja die extremste Übelkeit, keine Tabletten haben mir geholfen, schlussendlich habe ich mir ja welche aus, keine Ahnung, aus der Schweiz oder aus den Niederlanden bestellt. Die haben mich dann einigermaßen gerettet, so dass ich halbwegs durch den Alltag gekommen bin und meiner Arbeit in der Pflege nachgehen konnte. Daraufhin dachte ich, ja gut, ich habe das Heftigste schon überstanden. Dann kamen, ja, Unterleibsschmerzen, Zahnfleischbluten, Migräne, Nackenschmerzen, ja, das alle paar minütige Lagern in der Nacht. Ich kann mich auf die linke Seite drehen, dann kann ich mich 10 Minuten später auf die rechte Seite drehen. Viele denken sich jetzt wahrscheinlich, boah, hat die alte Luxusprobleme. Aber Leute, ich sag euch eins, wenn ihr am nächsten Morgen so früh raus müsst oder überhaupt arbeiten müsst und ihr habt keine ruhige Nacht, dann fühlt ihr euch einfach so gerädert, dass ihr keine Kraft mehr habt. Ich bin dauermüde, die Blase drückt, ich muss alle paar Minuten auf Klo. Davon abgesehen noch ganz, ganz andere Sachen wie, man kann sich kaum mehr rasieren, man kann sich kaum bücken, man ist launisch, man hat Gefühlsschwankungen, emotionale Ausbrüche, man erkennt sich nicht mehr wieder, der Körper verändert sich, man fühlt sich unwohl, ich sehe aus wie eine Presswurst und das müsst ihr mir jetzt auch nicht schönreden, ich sehe aus wie eine Presswurst und das weiß ich. Meine Frauenärztin hat zwar heute gesagt, oh, du bist so schick und du siehst so toll aus, aber ich habe ihr ehrlich gesagt dann eine direkte Antwort gegeben und habe gesagt, ich fühle mich hässlich und ich fühle mich schrecklich. Mein erster Gedanke ist, ich weiß nicht, alle Leute denken sich wahrscheinlich, what the fuck, was ist mit dieser Frau los? Mein erster Gedanke war und ist die ganze Zeit, wie mache ich das mit dem Sport nach der Entbindung? So, packe ich meine Kleine in den Maxi-Cosi, nehme sie mit, aber das wird ja in Deutschland eher nicht so gern gesehen, ne? Die Fitnessstudios verbieten ja das Training mit den Kindern. So, werde ich sie für eine Stunde bei Mama abgeben? Werde ich sie bei ihrem Vater lassen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und jeder denkt sich so, warum macht sie sich so einen krassen Kopf? Ja, warum? Weil
Sport ein Teil meines Lebens war. Ich sage bewusst war, weil es einfach kein Teil mehr meines Lebens ist. Ich habe jeden Abend Schuldgefühle, dass ich meinem Sport nicht nachkommen kann, weil ich mich einfach ganz, ganz schlecht fühle. So, Sport war ein Ausgleich für mich. Das ist gar nicht mehr gegeben so richtig. Klar bin ich noch im Fitnessstudio, aber wenn ich dann die Leute sehe, die so super trainieren und voll gut gelaunt sind, denke ich mir, ja, Gülçin, das kannst du nicht mehr leisten. Egal. Ich spreche mir dann immer gut zu und sage, du bist jetzt gerade in einer Situation, wo du doch den Umständen entsprechend dich nicht so mobilisieren kannst wie manch anderer, ne? Ich nehme das alles hin. Ich bin aber todtraurig, Leute. Ich fühle mich ganz, ganz schlecht. Deswegen gibt es auch zum Beispiel keine Baby-Shootings von mir. Also Baby-Shootings im Sinne von diese Fotos, wo man halbe Brautkleider anzieht, sich vor der Kamera regelt und irgendein Fotograf eine freudige, selbstbewusste, glückliche und sorgenfreie, beschwerdefreie Schwangere fotografiert. Ich fühle mich nicht danach. Ich fühle mich nicht danach, ich fühle mich nicht wohl und ich will mich so nicht zeigen. Wenn meine Tochter diese Fotos sieht, wird sie sagen, boah Mama, deine Schwangerschaft war ja super toll. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und dann muss ich ihr aber sagen, ganz ehrlich, ich habe mich da abgequält auf dem Foto. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich habe das einfach nur gemacht, weil die sozialen Medien mir unterbewusst signalisiert haben oder unterbewusst vermitteln wollten, dass eine Schwangerschaft so toll ist, mit einem Zahnpasta-Trump-Lächeln, dass die Welt so voller Sonnenschein und so voller freudigen Ereignissen ist, wo man kaum Schmerzen spürt und es einfach so leicht ist, ein Kind auf die Welt zu bringen oder es 9 Monate unterm Herzen zu tragen. Ich meine, dein Vater hat ja nicht so viel gemacht. Was sein muss, muss sein. Ich muss da jetzt durch. Ich wollte euch einfach nur sagen, Leute, ihr seid nicht alleine, wenn ihr genauso denkt wie ich, beziehungsweise wenn ihr denkt, dass es euch nicht gut geht, dass ihr euch einfach unwohl fühlt. Das ist kein Verbrechen, ihr seid keine Rabenmütter. Es heißt nicht, dass ihr eure Kinder nicht liebt oder lieben werdet. Es heißt auch nicht, dass ihr euch nicht auf euer, auf euren Zuwachs freut. Es ist halt einfach nur eine unangenehme Situation und auch, ja, ich finde auch so eine Art Tabuthema. Man befindet sich da so in so einem sehr gräulichen Bereich, also so eine Grauzone, wo man eigentlich den fraulichen Pflichten nachkommen sollte, die Fresse halten sollte und das Kind auf die Welt pressen sollte. Ne? Also es ist so, man erwartet das von euch. Also indirekt erwartet man das von euch, weil, ganz ehrlich, deine Mutter hat's doch auch gemacht. Deine Schwester hat's doch auch hinbekommen. Deine Freundin hat's doch auch hinbekommen. So auch dieser Druck von außen. Oder halt, wenn du real bist und sagst, nein, ich will so ein Shooting nicht. Für mich bedeutet es nicht viel. So, mich dahinzustellen, mich abfotografieren zu lassen mit einem dicken Bäuchlein, bringt mir nichts. Also, das signalisiert mir jetzt nicht, dass ich eine super Mutter sein werde oder dass ich mein Kind über alles liebe. Oder meinem Kind, das später als Indiz dient, dass ich mich doch ach so sehr auf sie gefreut habe. Warum? Ich kann ihr doch auch ein Tagebuch fertig machen, in dem ich jeden Tag reinschreibe. Ich glaube, das ist viel, viel wertvoller irgendwann. Das hat meine Mutter zum Beispiel bei mir gemacht. Sie hat dann in so eine Art Tagebuch reingeschrieben. Und ich muss euch sagen, als ich dann lesen konnte, so mit, ja, was weiß ich, wie alt ich da war, ist ja auch egal, aber irgendwann war dann das Bewusstsein da, dass Mama mich 9 Monate lang im Bäuchlein getragen hat und ich dann halt einfach stolz war auf meine Mutter und ich mir dieses Tagebuch fast täglich durchgelesen habe. Da war ich 8, 9. Ja, und dann habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt und für mich war das so faszinierend, dass meine Mutter diesen Stift vor Jahren in der Hand gehalten hat und sich da hingesetzt hat mit einem Bauch und einfach alles aufgeschrieben hat, was sie an diesem Tag erlebt oder gefühlt hat. So, sie hat auch aufgeschrieben, als es ihr nicht gut ging. Sie hat aufgeschrieben, als sie mal Stress mit Papa hatte und so weiter und so fort. Also für mich ist das viel, viel wertvoller als irgendein Babybauch-Fotoshooting. Natürlich könnt ihr machen, was ihr wollt. Natürlich finde ich das auch schön. Ich gucke mir die Bilder gerne an und denke mir, boah, sieht sie toll aus? Sieht diese Frau toll aus und ist eine attraktive Schwangere? Aber im Endeffekt finde ich mich zum Beispiel, so wie ich bin, nicht attraktiv. Ich lese euch mal jetzt ein paar Nachrichten vor, die mich erreicht haben. So, nachdem ich meinen Beitrag gestern gepostet habe, die erste Dame schreibt, die erste Dame, wie sich das anhört. So war, alle sehen immer auf Insta perfekt aus, perfekt gestylt, topfit. Ich bin übergewichtig und wurde ständig schräg angeschaut, als sei es ein Vergehen, mit Übergewicht ein Baby zu bekommen. Man will ja nicht mal über seine Probleme reden, weil es sonst heißt, ja, kommt von den Kilos, zum Beispiel ständige Toilettenbesuche und so weiter. Was ist mit diesen Leuten? Warum tun
die Leute einem das an? Man ist sowieso irgendwie komplett mental weg vom Fenster und dann kommt man noch mit solchen Sprüchen um die Ecke. Ich weiß gar nicht, wie ich reagieren würde, wenn mich irgendjemand so krumm aus der Ecke anmacht und sagt, ja, das kommt von 9 Kilos oder sonst was. Also manchmal ist Gewalt dann doch eine Lösung. Die nächste schreibt, es gibt auch Schwangere, die sich total freuen, schwanger zu sein und es der ganzen Welt zeigen möchten. Ich war zum Beispiel mit 21 Jahren schwanger und hatte einfach null Anzeichen einer Schwangeren. Einfach alles ganz normal wie immer, nur mit einer dicken Kugel vorne. Das ist schön, das freut mich. Aber sowas wie Babyshower, Gender Reveal etc. habe ich auch nie gemacht. Finde ich persönlich einfach nur unnötig. Das ist wieder ein persönliches Empfinden. Ich war auch mit 20 Mama. Ich bin mit 19 schwanger geworden und mit 20 bin ich dann Mama geworden. Ich fand aber die Zeit auch nicht so doll. Also, ne? Jeder hat ein anderes Empfinden und ich habe dann halt einfach nach 13 Jahren nochmal beschlossen, dass ich dem Ganzen hier eine Chance gebe. Aber leider hat mich das ordentlich auseinandergenommen. Wieder eine andere schreibt, ich bin ehrlich, ich war auch froh, als meine Schwangerschaft zu Ende war. Warum da keiner offen drüber spricht? Ich habe es immer getan und mir wurde immer gleich unterstellt, ich würde das Kind nicht wollen. Genau, was ich euch am Anfang gesagt habe. Ne? Man wird direkt als Rabenmutter abgestempelt. Einige trieben es sogar auf die Spitze und behaupteten, ich würde nur meckern, seitdem ich das Geschlecht kenne. Das arme Kind, wie wird es dann erst, wenn es da ist, sagten sie. Ich habe einfach die drei Äffchen gespielt und habe meine Meinung weiterhin kundgetan, nur damit es die Leute verrückt macht. Es liebt halt nicht jeder die Schwangerschaft und jetzt werde ich mit großen Augen angeschaut, weil ich nicht noch ein zweites Kind möchte. Wie könnte ich nur sowas behaupten? Moralapostel findet man an jeder Ecke. So Leute wie dich und mich, die braucht es allerdings, um mal ein echtes Bewusstsein bei manchen Themen zu erlangen. Viele Frauen hadern am Ende mit sich selbst und geben sich die Schuld, dass es bei ihnen nicht perfekt ist, was ja eigentlich normal ist. Leute, lasst euch nicht unter Druck setzen. Egal, was die Family erzählt, egal, was eure Freunde erzählen, entweder ihr sagt Klartext, Leute, redet nicht darüber in meiner Gegenwart, labert mich nicht voll, ich will darüber nichts wissen, oder aber ihr geht dem allen aus dem Weg. Dann die nächste Nachricht, so sehe ich das auch. Ich konnte mich die letzten Monate in keine schöne Kleidung zwängen. Ich habe mich ständig voll und eingeengt gefühlt und war am liebsten im Schlafanzug zu Hause. Ich habe mich immer gefragt, wie andere Frauen es noch schaffen, sich hübsch zu machen und Fotos zu schießen. Ich weiß es nicht, aber es gibt Tage, wie gesagt, da fühle ich mich auch nicht bereit, mich fertig machen zu wollen. Es ist ein, und dann denke ich mir auch so, für wen? Ich fühle mich gerade nicht danach, weil, warum soll ich der Welt irgendwie signalisieren, dass ich, oh, so eine Beauty-Mama bin und ja, mir das Schminken ja auch noch so wichtig ist in der Schwangerschaft. Nein, manchmal ist mir das nicht wichtig. Manchmal will ich drauf scheißen, manchmal will ich scheiße aussehen. Manchmal will ich in Kluften rumrennen, die aus den 80ern sind. Und wer will da was sagen? Niemand. Ja doch, außer Robin. So, die letzte DM, da habe ich auf jeden Fall mitgefühlt. Ich wünsche dir alles, alles Gute vom Herzen. Ich hoffe, dass es dir den Umständen entsprechend besser geht. Ich glaube, das ist bei jedem anders. Ich habe zwei wundervolle Töchter auf die Welt gebracht und muss wirklich sagen, es waren einfach tolle Zeiten. Ich habe es geliebt, schwanger zu sein und habe in meiner ersten Schwangerschaft in einer Behindertenschule gearbeitet. Außer leichtes Sodbrennen und Rückenschmerz in den letzten 3 Wochen hatte ich keinerlei Beschwerden. Aber laut meinem Arzt habe ich eine sehr außergewöhnlich hohe Schmerzgrenze. Meine Freundin aber hingegen konnten sich in der Schwangerschaft vor Schmerz nicht bewegen. Dafür hatte ich aber 2 Kaiserschnitte mit vielen Komplikationen. Beim zweiten wäre ich fast ums Leben gekommen und habe jetzt um einiges an Darm weniger. Leide seitdem durchgehend an Durchfall, Kurzdarmsyndrom, kann nicht arbeiten, weil 20 Mal am Tag auf Klo und darf nicht mehr schwanger werden. Aber ich habe 2 gesunde, tolle Kinder, einen tollen Mann an meiner Seite, bin am Leben, kann mich um sie kümmern und dafür bin ich unendlich dankbar an Gott. Das ist auf jeden Fall eine harte Story, aber ihr seht, mit wie viel Leid das verbunden ist und wie viel eine Frau über sich ergehen lässt, um einfach Mutter werden zu dürfen oder halt einfach dieses Gefühl erleben zu dürfen, Mama zu sein. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Zeit für sie gewesen, ja. Definitiv. Zum Glück hat sie 2 gesunde Kinder und ist gut zu Fuß, würde ich jetzt sagen, wohlauf und kann sich um ihre Kinder kümmern. Aber trotzdem ist es traurig, oder? Was einem widerfährt, wenn Komplikationen auftreten können. Das muss jetzt nicht nur beim Kaiserschnitt sein. Komplikationen können auch bei einer normalen Entbindung auftreten. Das ist jetzt nicht nur, weil sie einen Kaiserschnitt hatte. Aber wie gesagt, im Endeffekt solltet ihr euch alle keine Horrorstories erzählen lassen. Hört einfach nicht hin. Wenn euch irgendjemand irgendwelche Horrorstories erzählen wird, sagt einfach sorry, gerade nicht oder überhaupt nicht. Das ist das Letzte, was ihr euch anhören müsstet. In dem Sinne, mir hat es auf jeden Fall sehr gut getan, mich mal so zu sagen, auszukotzen. So, nun komme ich auch zum Ende.
Ich weiß, dass ich mit diesem Video vielleicht auf scharfe Kritik stoße. Das Ganze war es mir wert. Ich hoffe, dass ich vielen Frauen die Bestätigung geben konnte, dass sie nicht alleine sind. Ihr seid wirklich nicht alleine. Ich meine, ihr seid nicht die Einzigen, die so denken. Ihr wisst jetzt, dass ich genauso denke wie ihr oder genauso empfinde wie ihr. Wie gesagt, lasst euch nichts Schlechtes oder Böses einreden. Ihr macht alles richtig, so wie es ist. Und für Frauen, die kaum irgendwelche Wehwehchen haben, keine Sorgen haben, eine super tolle Schwangerschaft erleben, denen wünsche ich alles, alles Gute weiterhin. Möge es auch nach der Geburt so weitergehen bei euch. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich natürlich auf eure Kommentare. In dem Sinne, mach es gut, passt auf euch auf und grabbelt euch nicht an.